Iwan und Tour auf Abwägen. Wir befinden uns einige Tage in der Türkei und wir zeigen euch einige Impressionen, während Bert die Baustelle bestens koordiniert und dirigiert, damit es auf dem Bau weitergeht. Und wir zeigen euch die ganzen Fortschritte. So, dann gucken wir mal. Dazwischen müsste dann der Schornsteinzug rausgehen. So, Beton haben sie jetzt fertig. Sieht erstmal grundsätzlich ganz gut aus. Sicherlich ein paar Mini-Stellen sind, aber das ist nicht weiter dramatisch. So, heute haben wir noch auf die Schnelle ein Notdach gemacht, weil hier bloß Beton oben ist. Wir haben Styropor aufgeklebt, oder XPS ist das ja, 5 cm und oben ringsrum an der Krone. Und so, das ist das Holz für den Dachkasten. So, der LKW war voll mit Dämmung. Das ist die Hälfte von der, die gebraucht wird. Reingehen. So, ihr seht, die Hütte füllt sich und ist gerade mal, wie gesagt, 80 Pakete von, ich glaube 160 oder auch 180 Pakete, kann ich gar nicht genau sagen mehr. Also ihr seht, der Boden ist jetzt alles okay. Haben auch die Schrumpfugen geschnitten. Das ist die Dämmung für den Kanal, wo die Heizrohre dann drinnen sind. Das Haus wird auch gleich viel wärmer, wenn, sieht man den LKW, wird auch gleich viel wärmer, sobald oben gedämmt ist. Ist jetzt schon angenehm, wenn die Decke hier oben quasi zumindest schon mal Dampfsperrbahn drinnen hat und Konterlattung. Der erste Revisionsschacht ist fertig, genau gegenüber vom Heizhaus. Hier ist das Heizhaus, Gasanschluss. Das grüne ist der Gasbehälter. Und hier drin ist der erste Revisionsmöglichkeit oder der erste Revisionsraum für Heizungsleitungen, Rohrleitungen, Elektrokabel, Wasserleitungen. Der zweite ist hier am anderen Ende. Haben sie heute auch fertig gemacht. Und von hier aus gehend geht es dann rein ins Haus. So, die Kabel schauen raus für die Schalter der Jalousien. Geht hier hoch. Hier im Dachgeschoss wird mit Laser die Trasse verlegt für die Elektrokabel. So, ihr beiden. Die Vasili-Jungs haben, wie ich finde, sehr gut vorsortiert, Platz gemacht für die dritte Lieferung, die am Freitag kommen soll. Hier in der Garage sind schon mal so kleinere Balken sortiert, dann hier die halben. Die sind auch alle schon gestrichen mit diesem Bio-Sept irgendwas Zeugs. Die halben, die sie innen brauchen, auf der Krone, dann hier die 1. Heute am Montag ist die zweite Ladung gekommen für die Garage. Schönes, schon entrindetes Rundholz. Schön sauber sortiert. So. Heute wird mit einem Kunststoffschweißgerät die Heizungsverrohrung vorkonfektioniert. Und dann später im Kanal verlegt.
ich was bei. Die Elektriker ziehen die Kabel in die Koffre, also in die Schutzhülle. Jede Kabelrolle hat 100 Meter. Und dann 100 Meter Kabel in die Schutzhülle reinziehen. Hier die ganze Straße entlang bis raus zum Tor. So, hier sieht man jetzt mal die verschweißten Vor- und Rücklaufrohre für die Heizung. Wie sie in die Revisionsschächte eingepasst werden. Bei 155 Quadratmeter wunderschönes 21 mm starkes Nut- und Federholz für die Decke wurde geliefert. Mit sehr, sehr wenig Ästen, vor allen Dingen keine dunklen Äste drin, die dann eher wie faul sind, sondern hellere Äste, das ist absolut in Ordnung. Hier sieht man die Rückseite, weil wir haben das auf die Rückseite hingelegt, damit die Sonne nicht das Holz ausbleicht. Schönes Holz. 17 Steckdosen sind auch schon gebohrt worden. Später wird das Kanalprobebohrloch verschlossen mit einem Holzdübel. 17 schöne Steckdosen. Gästezimmer. Alles gebohrt und fertig. Kabel durchführen. Lichtschalter. Hier kommt dann wieder der Tropfen rein, das ist der Kabelkanal. Und wir bohren dann hier nach rechts rein, damit wir den Kabelkanal erreichen, damit alle Lichtschalter ein Maß haben von der Türe. Weg. Das ist jetzt die andere Treppe, die nach Süden rausgeht von der Terrasse. Elektriker holt sich Instruktionen. Und hier wird gerade von Hand das Podest aufgefüllt, damit wir dann hier auf die gleiche Höhe kommen. Ein Podest rüber, bis dahin. Hier im Garagenbereich geht es auch richtig voran. Links das ganze Holz schon vorsortiert. Auch innen die ganzen ersten Lagen, die halben Stämme, alles schön vorsortiert. Und Dachpappe schon auf dem Fundament drauf. Die verlorenen Bretter sind schon montiert und auch eingelassen. Die Bretter sind auch verdübelt in das Betonfundament. Alles gut. Genau. Gerüste haben sich schon gebaut. Schon alles vorbereitet. Sergej und sein Freund. Im Hintergrund sieht man die Sandtechniker arbeiten, die Rohre verlegen. Genau, alles schön verdübelt. Im ersten Zimmer, Gästezimmer, ist jetzt die Decke fertig. Jedes Brett muss einzeln angepasst werden, weil die Rundstämme natürlich nicht zylindriert sind und von daher ständig sich ändern. 3 cm war der Unterschied zwischen dem ersten Brett hier hinten und dem anderen. Aber sie haben es gut gemacht. Jetzt sind sie im großen Schlafzimmer. Wird schon. Elektriker macht jetzt hier weiter, weil morgen das nächste Gewerk kommt am Freitag. Der arbeitet dann durch, Samstag, Sonntag. Wir
Wir sind in der Türkei angekommen und frühstücken erstmal gemütlich mit Freunden in den Bergen, ein landestypisches Frühstück. So, wir gucken uns mal die Gegend ein bisschen an, wurden eingeladen, uns Bauhäuser mit anzugucken. Ist aber ein schönes Areal. So, wir schauen uns mal ein paar Möbel an. Also ist Wahnsinn, wie das Programm hier aussieht. Hier ist eine ganze Straße nur mit Möbeln, Gartenmöbel draußen. Freunde von uns haben sich hier was gekauft. Und wir sind jetzt mal mit dabei gewesen und haben uns das alles mal mit angeguckt. So, hier oben drauf ist eine riesige Terrasse. Hier unten sieht man das Wasser. Ich gehe mal dicht daran. Gerade Kreuzfahrtschiff ab. Ja, schon sehr angenehm. Ist auch mal so ein Bauareal. So, wir gucken uns mal die Villen interessenshalber an, weil es einfach mal eine Chance ist, sich das anzugucken. Keine Angst, wir wollen keine kaufen. Wir lassen uns halt erstmal zeigen, was hier so möglich ist. Das ganze Areal wird neu erstellt. Die Firma, die das macht, ist auch hier bekannt für sehr gute Qualität. So, sind im Hotel angekommen. Wir auf der Uhr mal gucken. Ist 10:45. Hotel macht einen guten Eindruck. Hotel Salvin. Mal gucken, wie das Frühstück denn ist. So, sind im Hotel eingetrudelt. Sind sehr angenehm überrascht, auch über die Größe. Und was es hier sogar gibt, was für mich wichtig ist, Raucherzimmer. Auch mal ins Bad reingucken. Also, so, wir reisen immer schön mit den Duschbaraufklebern. Wir waren ja schon ewig nicht mehr in der Türkei. Aber Respekt, also es hat sich wahnsinnig viel zum Guten getan. Kann man wirklich nicht anders sagen. Super schick. Das Hotel hat was. Ist auch relativ klein. Obwohl, wenn man den Flur sieht, dann ist es riesig von außen, wirkt es zumindest nicht groß. Seht an den Türen, kann man Service rufen und so weiter. Nee, schon schön. So, sind im Hotel Svalin. Auch ein super Frühstück. Eine große Dachterrasse. Wetter ist ja super, muss man sagen. Und hier kann man auch überall rauchen. Das ist natürlich auch nicht schlecht für mich.